Und herzlich willkommen zurück zu unserem Bahnbauprojekt. Wo wir erstmal Cleanstone brauchen. Ja. Was man nicht alles zum Bauen braucht. Und wir haben halt hart zu viele Gleise gemacht. Siehst du, wir können auch gleich mal gucken, was wir eigentlich für diese komischen Schrägen hier brauchen. Advanced Train. Für diese Dinger, was brauchen wir denn? Achso, einfach Kies. Zwei Gleise und Kies. Na gut, das geht ja klar. Das heißt, Kies nehmen wir auch noch ein bisschen mit. Meine Frage ist ja, kann man jetzt für alles, wofür man Kies verwendet hat, auch dieses gesiebte Kies benutzen? Oder ist das gesiebte Kies, weil es ja quasi ein anderer Block ist, wenn man so möchte, jetzt komplett nutzlos? Weil das wäre natürlich ein bisschen blöd, wenn es dadurch nutzlos jetzt wird. Können wir einfach mal gucken. So. Wir nehmen mal kurz ein bisschen gesiebten Kies und jetzt nehmen wir mal hier von... Nee, eben nicht Kies, sondern diesen gesiebten Kies. Ah, okay, damit geht's also nicht. Scheiße. Was kann man denn mit diesem gesiebten Kies überhaupt machen? Wow. Compressed Gravel, ja. Und sonst so? Ach, die kann man jetzt wieder zu Pflasterstein machen, ja lull. Na ne, sonst gar nichts. Hä? Wie keine Verwendung? Aber wow, haben wir doch gerade gesehen, dass es eine Verwendung gibt. Das war die hier. Da. Wieso zeigt das so rum an? Aber wenn ich das hier selber manuell auswähle, zeigt hier nichts an. Das macht halt seriously keinen Sinn. Egal. Es gibt Sachen, die muss ich nicht verstehen. So. Das heißt, genau, wir brauchen auf jeden Fall Kies. Ich meine, so viel Gleise brauchen wir gar nicht. Wir müssen ja gerade mal 8 Blöcke oder so hoch. Das heißt, wir brauchen auch gerade mal 8 Stinger hoch. Das heißt also, wir machen einmal so, so. So. Oh, ja, das war genau falsch. Und schon passt das. Hey, jetzt habe ich ja 16. Ach, oh ja, Mann, Alter. Oh. Manchmal konnte ich mich einfach selbst schlagen. Jetzt habe ich 8 mal, aber wir kriegen ja pro 2. Also hätte ich nur 4 mal machen müssen, wenn wir 8 wollen. Egal, Verschwendung, easy. So teuer ist es ja alles nicht. So. Also zuallererst erst noch mal kurz was. So, dann brauchen wir Cleanstone. Nein, ich will dich nicht dahin. Du Hure. So, jetzt mal hier ein bisschen was abladen. Komm, wir packen mal die ganzen Gleise hier in die Tasche. Das ist mir gerade ein bisschen zu voll. So, dann packen wir mal diesen ganzen Klatsch hier einfach mal komplett rein. Du kommst bitte wieder nach da unten. Ich hätte nämlich gerade hier alles ein bisschen zu voll hier. Jetzt haben wir wieder massig Stöcker. Völlig umsonst. Danke dafür. So, die Stöcke nehmen wir mal kurz mit. Wir machen uns gleich mal ein paar Fackeln, weil wir werden garantiert noch ein paar Fackeln brauchen. Ja, komm. So. Okay. Das heißt, Cleanstone. Wo haben wir jetzt unseren ganzen Cleanstone? Ist er noch jetzt? Ja, ist noch drin. So, was war hier hinten noch drin? Haben wir alles rausgenommen oder war hier noch was drin? Ah, doch. Tatsächlich auch noch. Gut, so viel Cleanstone werden wir wahrscheinlich nicht brauchen. Mache ich mal klassisch hier rüber. Das Schöne ist, können wir wieder später rekombinieren, falls wir davon zu viel machen. So, was wir jetzt aber auf jeden Fall an der Werkbank machen müssen, sind diese komischen Vierteldinger. Die müssen wir jetzt auf jeden Fall an der Werkbank machen. Ich mache davon mal nur 80. So, das wären dann nämlich die Dinger hier.
Stein-Mikroblock. Ich dachte, Mikroblock sind diese kleinen Achteldinger, die hier. Die heißen auch Mikroblock. Lol. Was ist denn das für ein dummes Ding? Na egal. Auf jeden Fall brauchen wir. Moment mal, sind das die vollen? 14, 15, scheiße, hier verschiedene Höhen. Obwohl gibt es die vollen Höhen vielleicht mal. Was ist das Ding? Ich bin gerade verwirrt, bevor ich irgendwas falsch mache. Ich gucke mal ganz kurz hier rein. Stone. So, die Dinger. Die müssten wir aus vier. Was suche ich hier gerade? Ach nee, falsch rum. So rum. Aus vier so ein Ding, genau. Die hier. Wie heißen die? Ach, das sind diese ganz normalen Panel-Dinger. Okay, dann müssen wir die nämlich später noch rotieren. Kann ich die direkt aus den Blöcken machen? Ah, okay, ich kann auch direkt aus den Blöcken machen. Sehr schön. Dann machen wir das auch so. Wie viele nehmen wir da? Wir nehmen mal. Ja, komm. Ein Stack kann ich haben. So. Auf zur Werkstatt. Auf zum Tunnel, meine ich doch. Wäsche von böser Dämon. So. Okay. Hätte ich auch gleich mal reparieren können, genauso wie die Schaufel. Mann, warum denke ich so an sowas immer nicht? That's Bullshit. Okay. Also, wir haben jetzt hier. Dann brauchen wir jetzt erstmal eine Menge Cleanstone, um die hier, um den Pfusch wieder wegzumachen. So. Jetzt brauchen wir hier auch wieder zwei. Hier brauchen wir jetzt auch wie genau auch wieder. Ach, Scheiße. Dankeschön. So, hier kommen jetzt immer nur noch so eine kleineren Dinger rein. Du kommst bitte weg. Du irritierst mich. Genau. Höhlenbauer. So, Tapir müssen jetzt wieder zwei sein, richtig? Ah, ja, ich habe Angst. Doch, genau. Ab dem Knick sind dann immer zwei. Das heißt ja auch, ab dem Knick sind zwei. Das macht dann auch Sinn. So. Perfekt, genau. Das heißt, wir haben nämlich hier 1, 2, 3. Mal 2 und hier haben wir dann auch 1, 2, 3. Perfekt. So, dann kann das hier oben alles weg. Sehr gut. Okay. So, jetzt kommen nämlich die Platten dran. Das heißt, ja, okay, sehr gut. Die Pressentool habe ich mitgenommen. Da will ich jetzt wahrscheinlich auch brauchen. So, für die Platten kommen erstmal direkt so ran. Das funktioniert relativ gut. Danke dafür. Fackel. Dahin. So, hier kommen jetzt nämlich diese kleinen Dinger rein. Ich weiß nicht mehr, wie das. Okay, das war nämlich schon mal falsch. Vielleicht geht das denn so. Ja. Sehr schön.
Braucht das Replacement Tool ja gar nicht. Lol. Ja, easy. Und hier kommen wieder die Platten dran. Perfekt. Jetzt wisst ihr, wie ich meine andere Kurve gemacht habe. Da habe ich zwar mit dem Replacement Tool gemacht, aber es geht ja auch so relativ easy. No Probleme. So, jetzt kommen hier Cleanstone. Und zwar würde ich das gerne so machen. Ab hier geht es dann eins rein. Hier dann natürlich noch ein. Dann noch ein. Noch ein. Oh. Wäre es hier schon hier sinnvoll gewesen oder erst hier? Ne, die Lücke ist zu groß. Ja, hätte ich schon hier machen müssen. Scheiße, hier wandern. So eine Verschwendung immer von Materialien. Zum Glück brauchen wir dafür bloß Blätter, um die Dinger zu brennen. Und ganz ehrlich, davon haben wir mehr als genug. So, wenn wir hier hinten keine Monster spawnen, machen wir hinten mal ein paar ordentlich viel Fackeln hin. Du kommst by the way weg. Danke. So, jetzt hier. Jetzt weiß ich jetzt nur nicht, wie ich das hier mit den Fackeln gemacht hatte, weil das Problem ist halt, die Fackeln... Es geht eigentlich. So, hier kommt eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin. Du kommst bitte weg. Du kommst weg. Da kommt eine Fackel hin, da kommt eine Fackel hin. Da, da, da. So, machen wir jetzt mal weiter. Mit den Steinen. Okay, halt stopp. Mache ich das jetzt auch richtig? Ja gut, ich zähle mal kurz ab. Also ab der Kurve. 3 und dann 2-mal. Ab der Kurve 3. 1, 2, 3. Und dann 2-mal. Passt perfekt. Na supi. Nice. Oh, das mit der Abstand mit den Kerzen passt auch absolut perfekt. Na, grandios. Läuft doch. Ja, sie sind jetzt noch ein paar viele Kerzen, aber ganz ehrlich, fuck off. Wer sich jetzt darüber beschwert, der hat echt zu viel Langeweile. So, jetzt müssen wir überlegen. Halt, stopp. Bevor ich jetzt irgendwas mache, was ich bereuen könnte. Der Abstand war 3, ne? Warum nur 7? Warum denn jetzt 7? Muss ich mich verarschen? Vor allem das Problem ist, wenn ich jetzt wirklich genau auf der Achse mache, wenn ich jetzt hier so mal hinsetze, dann sehen wir den Höhenunterschied gar nicht mehr. Super. Danke dafür. Das heißt, ich muss das Ding immer ein bisschen versetzt setzen, damit wir auch wirklich die Distanz sehen. Und damit auch die Höhendistanz. So. Wir müssen immer pro Steigung 3 Blöcke. Ja, siehst du eben, ich bin noch dumm. Wir brauchen sogar noch mehr von den Dingern. Weil wir haben 7 Steigungen und pro Steigung brauchen wir 3 Gleise. Ich habe natürlich keinen Kies dabei. Das ist jetzt Bullshit. Warum so dunkel? Ich hätte gerne Licht. Oha. Hier haben wir wieder ein bisschen Kies im Weg. So, Spitzhacke ist auch schon wieder fast tot.
hier geht es bereits eins höher. Ja, ich weiß, es ist ein sehr hoher Tunnel. Normalerweise ist der Tunnel gerade mal 3 hoch. Und dann wäre hier die Steigung nämlich immer nur 4 hoch. Aber dadurch, dass der Tunnel jetzt hier 4 hoch ist, ist natürlich bei der Steigung deswegen immer 5 hoch. Das wirkt also sehr luftig. Aber pff, ganz ehrlich, sollte eigentlich nicht schaden. Denke ich jetzt mal. Da schadet es eher, dass meine Spitzhacke schon wieder fast tot ist. Was aber auch kein Problem ist, weil wir müssen sowieso nochmal ne, Kies holen. So, das heißt, wir gehen jetzt mal direkt Kies holen. Beziehungsweise, wir müssen ja kein Kies holen, sondern wir können auch... Ach, ich habe gerade Kies eingesammelt. Egal, wie gesagt, wir müssen die Spitzhacke sowieso reparieren. Also am besten holen wir uns diesen Amboss mal doch her, direkt. Dann müssen wir nicht immer hin und her. Ach du Kacke. Ernsthaft jetzt? Das Zeug breitet sich aus wie so eine Pest, Alter. Guckt euch diese Scheiße an, Alter. Na, mein Hund beschädigt das auch schon. So, dann krallen wir einfach mal den Amboss und nehmen den mal mit. Ich meine, so schwer ist so ein Ding ja nicht, ne? Kann man sich einfach mal unter den Arm klemmen. Danke, dass wir runtergefallen sind. I appreciate that. Du fucking Hurensohn. So, also machen wir die Gleise. Wir brauchen jetzt noch 8 Stück. Das heißt, 1, 2, 3, 4. Da, da. Ach, leg mich doch. Da. 1, 2, 3, 4. Danke. So. Sollte passen. Wo ist der Hammer? Mittlerweile ist der Hammer auch schon fast tot. Ja, also es reicht wirklich für knapp 6 Werkzeuge. Gut. Das heißt, wir nehmen jetzt mal das Ding mit. Dann nehmen wir den Anvil mit. Und machen uns nochmal einen neuen Hammer, weil der Hammer ist ja mittlerweile fast tot. Ich sag, das ganze Eis, was wir gemacht haben, mindestens doch einen kleinen Zweck. Naja. So, Stöcker. Wir brauchen 3 Stöcker. Und wir brauchen Platz im Inventar. Fick die Henne. Immer Rinder. So. Genau. 3 Stöcker. 1, 2, 3. So. Da, da, da. Ach halt. Erstmal müssen wir hier was Blöcke machen. Bam. Perfekt. So, dann nehmen wir uns das Ding nämlich auch mal mit. Und dann haben wir soweit alles, was wir brauchen. Können wir dann in Ruhe arbeiten. So, die ganze Cleanstone kann ich auch mal hier direkt in der Tasche tun. Brauchen wir auch nicht mehr so viel. Ach, was kommt? Ach, siehst du, ich habe bei der anderen Seite noch die Dinger gar nicht gesetzt. Ha, lol. Ganz vergessen. Vor lauter Aufregung. Ach, siehst du, und schon klappt es mit den Fackeln nicht mehr. So war das. Eben, ich habe mich schon gewundert, warum es hier auf einmal mit den Fackeln so gut geklappt hat. Ach, Kacke. Na, das ist nämlich jetzt das Dilemma. Wie gesagt, hier kann ich welche hinstellen zur Not.
Aber hier sieht es ja jetzt schon scheiße aus, weil da kann ich sie jetzt nämlich nur noch hier hinstellen und sie ist halt schon mitten im Gleis. Was natürlich ja, nicht so ein Aspekt der Sache ist. Und deswegen hat man auch bei dem anderen Gleis gesehen, dass in der Mitte halt hier dunkler war, weil hier in der Mitte halt keine Fackeln mehr standen. Da, schon ist hier in der Mitte dunkler. Weil man halt hier nirgendwo Fackeln hinstellen kann. Das ist halt leider ein bisschen jetzt das Problem an der Sache, aber gut, dann müssen wir halt durch. Ich meine, die fahren sowieso nur in der Regel Züge durch. Ist für Menschen eigentlich gar nicht gedacht, von daher. Ganz schön dunkel hier, alter Schwede. Holla die Waldfee. Hoffentlich spawnt sie nicht gleich Monster. Dungeon Master direkt. Easy. Halt, hier kommen jetzt wieder diese flachen Dinger ran. Diese Slabs. Perfekto, Mato. Easio. Sehr schön. Okay. So, was wir jetzt brauchen, das hier. Die Dinger gehen automatisch. Wenn ich jetzt hier einen hinsetze, macht es automatisch genau. Vervollständigung. Sehr gut. Zwei, drei, vier, fünf, genau. So, eins, zwei, drei, genau. Ah! Na, das sind wir schon zu viel. Scheiße. Profi-Bergarbeiter, leck mich doch am Arsch. Seit wann sind wir Profis? Davon wüsste ich was. Vor allem Profi, ne? Hier gleich mal zu zweit gearbeitet, danke dafür. Echter Profi hier. Naja. Der meint wohl die deutsche Professionalität, ne? Also, ne? Das, was so deutsche, naja, Profis sind. Siehe BER, siehe eigentlich alles. So, wie viel haben wir noch? Zwei. Wow, beinahe schon wieder zu weit gemacht hier. Eins, zwei, drei. Nochmal hier. Bisschen Licht. So, dann müsste es also jetzt perfekt sein. Ja, perfekt. Sehr schön. Das heißt, wenn wir jetzt auf der Höhe weiter baggern, dann kommen wir genau richtig raus. Das heißt, wir müssen hier wieder auch auf vierer Höhe bleiben. Und dann geht's geradeaus, einfach geradeaus weiter. Easy. So. Kommen jetzt die ganzen Gleise hin. Dankeschön, 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 Dankeschön. Hier baggern wir jetzt erstmal direkt nach vorne. Ist das schon der Ausgang? Nein. Hätte mich gewundert. Ganz schön dunkel wird hier. Also immer schön die Spitzhacke im Blick halten. Ich repariere sie am besten einfach mal. Wo ist der Amboss? Da ist der Amboss. Du kommst mal nach unten. Die guckt einfach mal direkt hier rein.
Amboss. So, da kommst du rauf. Wo ist der Hammer? Da ist der Hammer. Achso. Oh fuck. So. Perfekt. Wie schnell es dunkel wird hier. Vor allem ab Mytest 5 wird es ja wirklich richtig komplett dunkel. Bei Mytest 0.4, da war es ja immer so, dass man immer ein bisschen Licht übrig gelassen hat. Das heißt, man konnte den Gamma-Wert immer hochdrehen und hat damit immer noch was gesehen. Das hat mich auch immer, ne, ich hacke immer gerne. Und halt einer meiner lamesten Tricks hat nicht mal was mit Hacken zu tun, sondern ist quasi einfach nur, naja, keine Ahnung, ob Bug-Using ist oder einfach nur unfaires Spiel, ist quasi einfach den Bildschirm-Gamma-Wert so hochdrehen, dass man selbst in der Dunkelheit alles sieht. Das Problem ist nur, jetzt geht das nicht, weil jetzt ist das wirklich einfach nur schwarz. Das heißt, Gamma hochdrehen bringt hier auch nichts mehr. Ist natürlich zum einen natürlich vorteilhaft, weil da kann man nicht mehr schummeln. Zum anderen aber für mich jetzt natürlich ein bisschen nachteilhaft, weil ich war ja einer von der, die geschummelt haben. Habe ich das gerade ernsthaft zugegeben? Muss ich unbedingt rausschneiden aus dem Video. What the fuck? Okay. Der Web ist ja dieser scheiß Tunnel hier. Es gibt nur noch Sand, danke dafür. Angela Merkel. Alter, sag mal, sind wir wirklich auf der richtigen. Obwohl, wir haben 180 Blöcke vor uns. Das kann durchaus schon ein bisschen sein. Ah, 27. Jawoll. Wir kommen also gleich an. Ja, dann, hallo? Muss ich beim Ende sein hier? Ah. Ich glaube, das ist das Ende. Bitte. Ja. Jawoll. Wuhu. Perfecto Matto. Das sieht so geilo. Gut, das heißt, in der nächsten Folge, also ab morgen, werden wir den Tunnel halt in voller Breite ausbauen. Also volle Breite und volle Höhe natürlich, klar. Ja, und dann ist das geil. Ich repariere nur noch mal schnell meine Werkzeuge hier. Jetzt nehme ich aber erstmal den gebrauchten Hammer, damit der auch mal weg ist. So, jetzt kommst du wieder nach da. Du kommst da rein. Kommst nach da. Noch was Gebrauchtes? Nee, ich besser gebrauche ich nicht. Easy. Dann kommst du wieder weg. Tada! Oh, ich muss meine Spitzhacke wieder reparieren. Spaß. Okay. Easy. Geil. So, kannst du jetzt also auch weg. Die brauchen wir nicht mehr länger. Oh, was ist das schön. Das ist ja nice. Perfekt. Oh, ja. Ja, diese Marker sind schon geil. Damit kann man viele vermessungstechnisch gute Sachen machen. Geil. Freue ich mich schon auf morgen. Hütchen, für heute war es aber auf jeden Fall erstmal. Genau. Von daher. Oh. Ah, Video war auch gerade fertig geworden. Ah, sehr schön. Weg mit dir. Weg mit euch. Ja, in dem Sinne würde ich dann mal sagen, schau mit V. Tschüdelü. Und so. Ciao. Bye, bye. Smetbo.